Von wegen, Kinder und Jugendliche stehen heutzutage nur noch auf Rap, Hip-Hop oder Techno. In Mainz gab es heute nämlich einen großen Klassik-Workshop für kleine Musikbegeisterte und der war richtig gut besucht. Kein Wunder, denn der Maestro war kein geringerer als der weltberühmte Star-Dirigent und Pianist Justus Franz. Lucia Vosbeck-Elsebusch war beim fröhlichen Musizieren für uns dabei. Versuch mal eine andere erstmal, das ist das gleiche E wie du. Ja, okay. Zweimal das gleiche E, das hört sich doch gleich viel harmonischer an. Seit 5 Jahren spielt die 14-jährige Wiesbadenerin Keti Geige. Wenn Stardirigent Justus Franz zuhört, ist das ganz besonders aufregend. Er ist so berühmt und jeder kennt ihn und dass man da mit dem zusammen musiziert, ist schon cool. 4 Tage lang unterrichten Justus Franz und sein Orchester in Mainz mehr als 100 Musikschüler. Das Wichtigste dabei, die Begeisterung für Musik. Wir singen, bevor wir sprechen. Das wissen wir zwar vielleicht heute nicht mehr, aber es ist tatsächlich so. Und wenn wir Kindern die Chance geben, das auch zu machen, werden sie automatisch, die können ein Lied singen, vielleicht auf Lala, sie können ja noch nicht sprechen, aber die Melodie werden sie halten. Das ist toll. Und deshalb will er schon die Kleinsten fördern, wie die Zwillinge Timo und Patrick. Meine Mama wollte, dass ich Klavier spiele. Zuerst habe ich angefangen, auf Tasten rumzudrücken. Und jetzt spielt er mit Justus Franz eine rasante Karriere. Ich spiele mal richtig schön laut. Da, den. Timo ist von dieser Musikstunde begeistert und von seinem Lehrer sowieso. Also ich kann gerade mal von da bis da greifen, aber der spielt ja von da mit einer Hand so hoch und runter, habe ich bemerkt. Die Kinder haben dann Freude an Musik, wenn sie etwas dabei erleben. Wir können sie nicht dressieren, sondern wir müssen ihre Vorstellungskraft wecken. Und sie müssen erleben, was für eine unglaubliche Kraft davon ausgeht, gerade auch mit anderen Musik zu machen. Gemeinsam zeigen die Kids dann am Freitag, was sie gelernt haben. Beim Open-Air-Konzert mit der Philharmonie der Nationen auf der Rheinpromenade in Mainz. Bis dahin will auch Geigenschülerin Keti noch üben, um mit Justus Franz auf der Bühne immer im Rhythmus zu bleiben und das richtige E zu treffen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Das war Guten Abend RTL am Dienstag. Ihnen einen